Ja, hallo zusammen nochmal. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel morgen um 13 Uhr beim 1. FC Nürnberg. Ich begrüße dazu ganz herzlich meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt, genauso wie Norman Teuerkauf, und darf heute mal ein bisschen anders starten als sonst, weil wir die freudige Nachricht zu verkünden haben, dass Norman Teuerkauf seinen Vertrag bei uns bis 2019 verlängert hat. Gilt sowohl für die zweite als auch die dritte Liga. Und daran anschließend, Teuer, die erste Frage: Was war der ausschlaggebende Punkt für dich, deinen Vertrag jetzt in der jetzigen Situation zu verlängern? Ja, die Situation hat nichts an meiner Entscheidung, also, wie soll ich das sagen, gezweifelt oder sonst irgendwas. Ich habe mich dazu entschieden, noch ein Jahr hier zu bleiben. Ich freue mich natürlich darüber, dass ich vom Verein das Vertrauen bekommen habe, dass ich hier noch ein Jahr weitermachen darf. Ja, und ich fühle mich einfach wohl und meine Familie fühlt sich auch wohl. Und ja, es macht mir einfach Spaß, in der Mannschaft zu sein und mit der Mannschaft zu arbeiten und jetzt auch den Weg, den wir jetzt gerade sind, auch zu bestreiten und auch positiv zu bestreiten. Du hast den Weg gerade angesprochen und die aktuelle Situation, die ungewohnt ist für unseren Verein, 6 Spieltage vor Schluss auf Platz 16 zu stehen. Ja, wie geht die Mannschaft damit momentan um, und was wird aus deiner Sicht gefordert sein für die nächsten Wochen? Ja, wir gehen positiv an die Sachen ran, weil alles andere, finde ich, ist verschwendete Energie. Man braucht über nichts anderes nachzudenken, als dass wir unsere Spiele bestreiten müssen und punkten müssen. Alles andere hängt nicht in unserer Macht und deswegen, ja, glaube ich, ist es wichtig, dass wir zusammenhalten. Das ist immer so eine Floskel, aber es ist wirklich so. Ich habe es damals in Braunschweig erlebt, da haben wir auch gegen den Abstieg gespielt und dann ist jeder so ein bisschen in seine Richtung gegangen, weil es dann auch ja um jeden Einzelnen ging. Und ich glaube, dass das hier nicht der Fall sein wird, oder ich weiß es, dass es hier nicht der Fall sein wird, weil ich nicht in der Mannschaft das Gefühl habe, dass da jeder sein eigenes Ding macht, sondern dass wir alle an einem Strang ziehen und das Ding wuppen wollen. Vielen Dank, soweit Teuer. Und dann machen wir mit Frank weiter. Und wie immer, der Frage vor dem Spiel morgen: Wie sieht es personell aus? Wer steht zur Verfügung momentan? Ja, ist so, dass Maurice Multhaupt jetzt seit dieser Woche wieder bei uns ist und individuell mit unserem Athletiktrainer arbeitet und da gute Fortschritte macht, aber natürlich noch eine Zeit braucht, bis er dann ins Mannschaftstraining integriert werden kann. Ansonsten waren alle Mann im Training. John Verheug musste die letzten 2 Tage ein bisschen kürzer treten, aber hat signalisiert, dass er morgen zur Verfügung steht. Vielen Dank soweit für das Update. Und jetzt eure Fragen sowohl an Frank Schmidt als auch Norman Teuerkauf. Frank, an Multhab jetzt mal angeschlossen. War das eigentlich abzusehen? Ihr habt ihn im Winter verpflichtet, dass er jetzt so lange nicht zur Verfügung steht. Vielleicht kannst du da vielleicht noch mal näher drauf eingehen. Ja, wenn du öfters hier zugegen wärst, dann hättest du das auch mitbekommen am Anfang, wie wir das auch klar kommuniziert haben. Einen Spieler wie einen Maurice hätten wir im Winter nicht bekommen, wenn die Situation nicht so gewesen wäre, wie sie eben war. Und deswegen war klar, es ist schon ein Stück weit dann ein Vorgriff auch auf die neue Saison. Und wenn er es schafft, die Reha mit einem guten Tempo zu bewältigen, dass er uns am Ende der Saison eventuell noch zur Verfügung steht. Machen wir Julia Metzner vom SWR und danach Thomas Grüninger von der Heidelmer Zeitung. Herr Schmidt, die Nürnberger haben ja selber so ein bisschen Druck, zumindest von zu Hause, nach ein paar sieglosen Spielen. Macht das die umso gefährlicher für Sie oder ist das für Sie eigentlich ganz gut, weil die eigentlich ja jetzt planen, sehr offensiv auch an das Ganze ranzugehen, was Ihnen vielleicht nach vorne hin wieder helfen könnte? Naja, das Schöne ist, wir haben ja auch Druck, einen anderen Druck, logischerweise, wie es die Nürnberger haben. Aber ganz ehrlich, damit beschäftige ich mich gar nicht so sehr, weil, wie es der Teuer gerade gesagt hat, geht es darum, was wir selber auf die Beine bekommen, wie wir selber mit der Situation umgehen. Und ich mache mir da keine großen Gedanken jetzt, was das für Konsequenzen die letzten 5 Spiele ohne Sieg für Nürnberg hat, sondern ich sehe einfach nur die Chance, die wir, das haben wir gesagt, in jedem Spiel haben, so eine Art Initialzündung auch zu haben. Und das ist jetzt eben die nächste Chance, morgen gegen Nürnberg in dem Spiel, wo beide Mannschaften aufgrund der letzten Ergebnisse logischerweise ja auch was verspielen können. Und deswegen auch da, wie es der Teuer gesagt hat, gehen wir positiv an die Sache ran. Hat man auch im Training auch diese Woche gemerkt, dass auch gerade die Spieler, die jetzt zuletzt auch oder länger schon nicht im Kader waren, dass die trotzdem nicht oder dass sie nicht schmollen, sondern trotzdem alles geben, um der Mannschaft zu helfen. Und das ist genau der richtige Weg, wirklich auch mit einer positiven Grundeinstellung das anzugehen, die Chance zu sehen in erster Linie.
Wenn uns das gelingt, morgen zu überraschen in Nürnberg gegen den aktuell Tabellenzweiten, was zu holen, vielleicht auch 3 Punkte, dann kann das für uns natürlich eine große Befreiung sein. Wie hast du das letzte Wochenende erlebt, so mit diesen ganzen Ergebnissen, die dann auch gefallen sind? Ist man jetzt richtig im Abstiegskampf angekommen oder wie hat sich die Situation aus deiner Sicht entwickelt? Ganz einfach, ich habe es erwartet, weil das die letzten Wochen einfach schon gezeigt haben. Deswegen war es für mich keine Überraschung, dass, wenn man den letzten Spieltag nimmt, die letzten 5 Mannschaften alle gewonnen haben. Und hat dafür gesorgt, dass es jetzt ans Eingemachte geht, für uns, aber für viele andere Mannschaften auch. Nochmal Thomas Grüninger. Trotzdem nochmal die Frage, wie geht ihr so jetzt als Mannschaft damit um? Also das wird ja sicher auch ein Thema sein. Man ist jetzt auf dem 16. Platz und hat sich ein bisschen was verändert in der Situation. Wird ja nicht auszuklammern sein, dass man darüber spricht und auch mit den Spielern spricht. In der Tat haben wir das natürlich auch besprochen, aber das große Thema ist Geduld. Du kannst, wenn du dann auf so einen 16. Platz kommst, nicht einfach am nächsten Tag dafür sorgen, dass es dann wieder besser aussieht, sondern du brauchst Geduld eine Woche lang. Du musst die Spannung hochhalten und musst an deine eigenen Stärken glauben. Das ist nicht einfach, dieses Thema Geduld. Wer ungeduldig ist, der weiß, was ich meine. Und trotzdem geht es darum, dass man dann sich vorbereitet und, wie ich es eben gesagt habe, an sich selber glaubt. Das ist unheimlich wichtig. Was wir brauchen, ist auch Emotionalität. Das haben wir nicht geschafft, im letzten Spiel gegen Ingolstadt diese Emotionalität auf den Platz zu bekommen. Ich glaube, es ist eine neue Situation. Das merkt man auch in der Berichterstattung. Das merkt man an den Fans. Das merkt man natürlich an der Beurteilung. Das merkt man, dass man, sagen wir mal, sofort den Schuldigen sucht und das merkt man an den Aussagen, jetzt sind sie abgestiegen. Ich glaube, Heidenheim als Ganzes ist verwöhnt gewesen in den letzten Jahren, über ein Jahrzehnt, nur Erfolge. Und jetzt passiert das, was immer mal im Sport passieren kann, dass es eben nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Oder man kann es auch anders formulieren, dass Mannschaften, die unten drin waren, auf einmal so gepunktet haben, dass es eine ganz andere Situation ist, wie vielleicht die letzten Jahre mit 34 Punkten vor dem 29. Spieltag. Und deswegen erwarte ich, wir halten uns immer selber den Spiegel vor. Ich erwarte von uns, dass wir die Situation annehmen und dass wir uns daraus befreien, dass wir, und es geht um nichts anderes, nach dem 34. Spieltag was zu feiern haben, nämlich den Klassenerhalt. Aber auch Heidenheim muss sich positionieren. Es hilft dieses Gemeckere und es hilft nicht, in dieser Phase den Schuldigen zu suchen oder die Mannschaft nicht zu unterstützen, das hilft niemand. Und das gilt für alle, die irgendwo ein bisschen Herz für diesen Verein haben. Jetzt ist mal Abstiegskampf angesagt und so muss man sich auch verhalten. Das erwarte ich von allen, die es gut mit uns meinen, die wollen, dass wir nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen. Und da sind wir in der Pflicht, da suchen wir keine Ausreden. Und wir, ich als Trainer zusammen mit der Mannschaft, sind dafür verantwortlich. Und in erster Linie auch ich. Und deswegen geht es viel um Vertrauen, gerade was wir alle jeden Tag zusammen machen. Und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, sie soll Vertrauen haben in das, was ich als Trainer vorgebe, was wir als Verein vorgeben. Und dann werden wir am Ende uns aus dieser Situation auch befreien. Aber Heidenheim muss jetzt Farbe bekennen. Heidenheim muss jetzt die Mannschaft unterstützen, weil ich finde, dass die Mannschaft insbesondere die letzten Jahre, und ich spreche von einem Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt, immer wieder Leistung gebracht hat, immer wieder geliefert hat, immer wieder dafür gesorgt hat, dass wir uns gut positioniert haben in Fußball Deutschland. Und jetzt ist es die Pflicht von jedem Einzelnen, keine Ausreden zu suchen oder nur zu meckern, sondern die Mannschaft zu unterstützen. Und das ist meine Erwartungshaltung an Heidenheim. Timo Lemmer hat für die Rems-Zeitung nochmal. Es war es in den vergangenen Jahren so, dass ihr immer so eine Phase hattet, wo es mal nicht so lief, aber daraus dann auch viel stärker hervorgegangen seid. Jetzt ist es dieses Mal ein bisschen anders in dieser Saison. Jetzt seid ihr das zweite Mal in einer Phase, wo es nicht läuft. Woran liegt das aus deiner Sicht? Erstmal, es ist ganz normal. Ich glaube nicht, dass wir für uns in Anspruch nehmen können, als Verein, der zwar viel Tradition hat, aber nicht im Profifußball, in diesem Geschäft, in dem es Mechanismen gibt, wo die Dinge nicht einfach zu bewerkstelligen sind. Und dass wir nicht die letzten Jahre immer nur Siege gehabt haben und Phasen, wo wir immer wieder gewonnen haben, das ist im Endeffekt ist ganz normal. Für uns ist es jedes Jahr ein Kampf, für uns als Verein, sich mit diesen Mannschaften, mit diesen Gegebenheiten zu duellieren und zu behaupten. Und deswegen bleibt es dabei, dass, das habe ich auch in den letzten Jahren gesagt, wo es gut lief, aber auch wo es dann mal eben eine Phase gab, wo vielleicht
der eine oder andere Sieg oder Erfolgserlebnis gefehlt hat, dass am Ende wir unser Ziel erreichen. Um nichts anderes geht es jetzt auch. Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe es ja schon vor Monaten gesagt. Die Situation, das ist jetzt auch mal eine Herausforderung, aber aus einer anderen Sicht. Und da müssen wir uns jetzt stellen, da brauchen wir eine ganz breite Brust, da brauchen wir Durchhaltevermögen und da brauchen wir einen enormen Zusammenhalt. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft es vorbildlich macht. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir arbeiten und bin davon zu 100% überzeugt. Und dafür verwende ich jeden Tag jegliche Energie, die mir zur Verfügung steht, um das mit der Mannschaft hinzubekommen und habe wirklich einen ungebrochenen Glauben dazu. Was mir fehlt, jeder spricht von diesem Zusammenhalt. Ich spüre das momentan nicht, was das Umfeld betrifft. Ich habe das Gefühl, dass diese neue Situation, dass eben mal Abstiegskampf angesagt ist, dass es den einen oder anderen in der Wahrnehmung überfordert. Und deswegen jetzt mein klarer Appell nochmal. Jetzt gilt es nur zusammenzuhalten, die Mannschaft zu unterstützen. Nochmal, die Mannschaft muss, was den Einsatz betrifft, was den Kampf betrifft, an ihre Grenzen und darüber hinausgehen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn das die Mannschaft macht, wenn das zu erkennen ist auf dem Platz, auch wenn es in den letzten Spielen mit Sicherheit nicht uneingeschränkt zu sehen war, das müssen wir besser machen. Und in diese Situation haben wir uns alle zusammengebracht. Aber jetzt nicht nach hinten schauen, auch nicht zu weit nach vorne. Geduld ist gefragt und jetzt heißt der Gegner 1. FC Nürnberg. Es ist nicht so, dass wir eine Bilanz gegen Nürnberg haben, die uns chancenlos erscheinen lässt, sondern die ist ausgeglichen. Und ich habe den festen Glauben, dass morgen eine Chance da ist, die wir nutzen können. Und auch von außen wichtig, dass die Unterstützung da ist, dass die Mannschaft weiß, es wird anerkannt, dass jeder alles dafür gibt, dass wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen. Und um nicht mehr und um nicht weniger geht es morgen und in den nächsten Wochen. Nochmal Julia Metzner. Noch eine Frage an Norman. Sie haben das eben schon so ein bisschen angerissen, den Unterschied zwischen Abstiegskampf, wie Sie ihn in Braunschweig erlebt haben und wie Sie ihn jetzt hier erleben. Der Trainer hat ja auch gerade mit einem flammenden Appell so ein bisschen beschrieben, was er von der Mannschaft verlangt. Können Sie das an irgendwas festmachen, diesen Punkt, wie ich ihn rausgehört habe, was hier besser klappt im Team im Abstiegskampf? Ja, diese Floskel, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist immer so lustig gesagt, aber es ist einfach so. Und hier habe ich das Gefühl, dass wir wirklich in einem Boot sitzen und alle in die richtige Richtung rudern und nicht, dass 2, 3, 4 andere Leute ja, in die falsche Richtung rudern. Und ja, ich glaube, in der Mannschaft merkt man einfach, dass jeder will. Der Trainer hat es, glaube ich, auch gerade richtig gesagt, dass man merkt, auch die, die da hinten dran sind, für die es nicht einfach ist, für andere Leute ist es auch nicht einfach, wie geht es weiter mit mir, was passiert, merkt man aber trotzdem, dass sie gewillt sind, zu 100% alles umzusetzen, was vorgegeben wird und auch ihre Einstellung dazu zu 1000% da ist. Nochmal Timo Lemmerhardt. Ja, Norm, wenn du gerade schon mal die Mikros da hast. Du bist ja ein erfahrener Spieler bei euch in der Mannschaft. Nimmt man da in der Situation auch, Schnatti wird das ja auch oft gefragt, dann die jüngeren Spieler, die ihr ja auch durchaus habt, auch an der Hand. Gerade in der schwierigen Situation jetzt, muss man da auch als Spieler, als Mitspieler mehr sprechen? Ja, ich weiß nicht, ob man immer sprechen muss, weil irgendwann ist auch mal gut mit Sprechen. Ich glaube, wichtig ist, dass man nach dem Sprechen, wir können uns jetzt immer zusammensetzen und uns einschwören und sagen, wir machen das, aber wenn wir es dann nicht machen, dann bringt es nichts. Ich glaube, das eine ist das Sprechen, was man klar machen muss mit den jungen Spielern, die es noch nicht, oder einige Spieler, es geht ja nicht nur um junge oder alte Spieler, sondern es geht um einige Spieler, die es halt Gott sei Dank noch nicht erlebt haben, wie Abstiegskampf ist oder wie man absteigt. Es gab schon einige Spieler, die haben es erlebt, leider. Und dass man hier trotzdem darüber reden muss, aber trotzdem glaube ich, ist das Wichtigere ist, was man macht auf dem Platz und nicht, was man neben dem Platz erzählt und groß tut. Zwei weitere Fragen. Thomas Grüninger nochmal. Wieder an Frank zurück. In der Hinrunde war das ja auch so eine Schnittstelle, das Spiel zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Inwiefern ist die Situation jetzt vergleichbar? Ist das was ganz anderes oder auch von der Verfassung deiner Mannschaft aus betrachtet, wenn man das vergleicht mal? Ja, wir haben überlegt, Regensburg diese Woche anzurufen, ob wir ein Spiel machen können, weil genau dazwischen lag eben dieses Pokalspiel, wo wir diese Emotionen gesammelt haben. Aber das habe ich auch gesagt, das spielt für uns keine Rolle. Aber
was eine Rolle spielt, ist einfach auch diese positiven Gedanken, mit der Situation positiv umzugehen, auch seinen Kopf in die richtige Richtung zu drehen. Und da hilft es natürlich, dass wir wissen, dass wir jetzt gegen den Tabellenzweiten spielen. Wir spielen nächste Woche gegen den Tabellenersten und in der Vorrunde haben wir 4 Punkte geholt. Das zeigt, glaube ich, jedem Einzelnen und das sollte auch jedem Fan zeigen, was möglich ist in dieser Liga. Und deswegen helfen dann diese positiven Gedanken, dass wir in der Lage sind, ein Spiel zu gewinnen. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur darüber reden, was am Ende rauskommt, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, wie kommen wir dahin. Und klar ist, wir werden morgen in Nürnberg nicht 4-3 oder 5-4 gewinnen. Wir werden 1-0 oder 2-1 gewinnen, wenn uns das gelingt. Und deswegen ist es wichtig, und das war auch ein Thema diese Woche und das war auch ein Schwerpunkt im Training. Man kann jetzt nicht nach so einer langen Saison, wo es nur noch 5 Wochen geht, mit 6 Spielen sagen, naja, aber jetzt kann man Dinge nicht mehr verändern. Das kann man sehr wohl verändern. Und deswegen haben wir da auch den Trainingsschwerpunkt und den Trainingsreiz gesetzt, um nach einer sehr ordentlichen Halbzeit letzte Woche gegen einen guten Gegner, ich denke, das hat jeder gesehen, dass da eine Mannschaft war, die den besten Kader der Liga hat, haben wir in der ersten Halbzeit das Spiel komplett offen gehalten, haben gut verteidigt, waren sehr aufmerksam und haben teilweise auch es geschafft, vorwärts zu verteidigen und den einen oder anderen Gegenstoß letztendlich auch einzuleiten. Und um das geht es, dass jede Woche bereit zu sein, nochmal zu verbessern, nochmal ein paar Prozentpunkte draufzusetzen, weil es fehlt nicht viel. Und deswegen nochmal, ich bin unheimlich froh, dass wir morgen dieses Spiel jetzt endlich haben, weil das Thema Geduld am Ende der Woche ist. Einfach, wir dürfen es morgen zeigen. Und ich weiß, wenn uns es gelingt, an unsere Grenzen zu gehen, an unser Leistungsvermögen zu kommen, dass uns es gelingen kann, in Nürnberg was zu holen. Und deswegen gepaart mit diesem positiven Gedanken zu wissen, dass man gegen jede Mannschaft auch was holen kann, einfach morgen mit allem, was man hat, versuchen, die nächste Chance zu nutzen. Und dann wird man sehen, wie die Konstellation dann vor dem 5. letzten Spiel ist. Timo Lemmert. Schafft man es jetzt in der kurzen Phase, die noch aussteht, wirklich dann nur die einzelnen Spiele zu betrachten oder muss man das als Gesamtpaket sehen, wenn man zum Beispiel weiß, dass man am vorletzten Spieltag gegen Fürth und dann noch gegen Kaiserslautern spielt, die ja vielleicht auch nochmal rankommen, kann man das ausblenden oder fokussiert ihr euch dann tatsächlich oder könnt ihr euch auf ein Spiel dann fokussieren? Ja, man kann es sich einfach machen und sagen, wir haben noch 6 Spiele, wir werden schon, gibt genügend Möglichkeiten, unsere Punkte zu holen, aber da bin ich kein Freund davon. Die Spiele kommen sowieso und dann gibt es sowieso die Möglichkeit, dann aus den Spielen was zu holen. Aber es geht um die Aktualität und es geht darum, auch eine Chance zu sehen gegen eine Mannschaft, wo wahrscheinlich uns auch hier um uns herum viele nicht dran glauben, dass wir was holen können, eben doch was zu holen. Und dann reißen wir die Menschen wieder mit, dann sorgen wir dafür, dass das, wie das so oft im Fußball ist, sich die Meinung um 180 Grad dreht und damit beschäftigen wir uns. Da sind wir extrem positiv, da bin ich extrem positiv und nochmal, die Energie spielt da so eine große Rolle und das sollte man nicht so viel damit verwenden, was sein kann und was noch kommt und was möglich ist, sondern was man beeinflussen kann. Und das ist nichts anderes als das Spiel morgen 90 Minuten plus X. Zähne zu zeigen, als Mannschaft da unbändigen Willen zeigen und an seine eigenen Stärken glauben. Und das möchte ich sehen, da bereiten wir uns schon die ganze Woche drauf vor und da werden wir die Mannschaft und werde ich morgen die Mannschaft nochmal entsprechend emotionalisieren. Thomas Grüninger. Nürnberg hat jetzt auch die letzten 5 Spiele nicht gewonnen, steht auch unter Druck. Wie ist der Gegner zu erwarten und wie kann man da was holen? Also geht es da vor allem auch über den Kopf jetzt, also wenn beide Mannschaften so ungefähr den gleichen Druck haben? Ich tue mich immer so schwer mit dem Druck. Es ist ein Fußballspiel, es geht um unheimlich viel, es ist viel Geld im Spiel und es ist ein Druck, den wir alle aushalten müssen, der am Ende des Tages auch Spaß machen muss, weil wir haben uns den ausgesucht. Das ist Leistungssport, das ist Profisport und da gehört das einfach dazu. Da brauchen wir jetzt nicht das überbewerten, weil ich glaube, es gibt im Leben ganz andere Konstellationen, wo es um viel mehr Druck geht, wo es um Schicksale geht, wo es um Dinge geht, die viel schlimmer sind. Und deswegen, ich kann es nur noch mal sagen, es ist unser Beruf, es geht um viel. Wir haben Verantwortung, auch dem Verein gegenüber, auch uns selber gegenüber. Und da geht es darum, das Maximale rauszuholen, aber mit positiven Emotionen. Und auch wenn man unten steht, kann man positiven Druck, das als positiven Druck empfinden. Und damit habe ich in meiner Karriere als Spieler, aber auch als Trainer unheimlich gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, da helfen wir schon der Mannschaft damit auch richtig umzugehen. Und deswegen, ja, es ist ein Spiel, wo es richtig zur Sache gehen wird, wo der Gegner, um auf die Frage zurückzukommen,
mit Sicherheit versuchen wird, uns zu überrollen, versuchen wird, mit dem hohen Anfangsdruck zu spielen, versuchen wird, das Tempo ins Spiel zu bekommen. Sie sind gerade mit Möwald und Behrens sehr gut und exzellent in der Zentrale besetzt, die den Rhythmus des Spiels bestimmen, die letztendlich auch in den vielen Spielen das Zünglein an der Waage waren. Natürlich hat der Club Probleme momentan mit dem Toreschießen. Die Frage ist, spielt ein Ishak oder nicht? Aber sie haben auch Schwächen gezeigt. Gerade nach Ballverlust ist es eine Mannschaft, die sehr offen steht, die auch offensiv Fußball spielen will, wo wir unsere Chance sehen, wo wir mit entsprechendem Abwehrverhalten und Defensivverhalten vorausgesetzt zu Torchancen kommen werden. Und deswegen gehen wir da rein mit offenem Visier. Wir haben keine Angst. Angst spielt bei uns überhaupt keine Rolle, sondern Chance, Optimismus und einfach Emotionalität. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und das ist der Weg, wie wir jedes einzelne Spiel letztendlich auch bestreiten werden. Und damit wollen wir morgen beginnen.